Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Wetter 1974. Ja, wir sind bei King's Quest 0. Das ist The Wizard and the Princess. Wir spielen es auf dem C64 und ich kann auch schon sagen, ich habe extra rumgetrickst. Wir spielen es auf dem NTSC C64. Und da sage ich ganz ehrlich, für die Freunde, die mal, oder die Feinde der Emulation, ich hätte keinen NTSC C64, um das zu machen, weil ich habe mit der PAL-Version das gemacht und mit der PAL-Version ist es völlig bekloppt. Ich meine, wir reden von einem Text-Adventure. Es blinkt. Also es hat so... Man merkt, einige Zeilen sind nicht so richtig gemacht. Das soll euch aber auch erstmal egal sein. Was ist Wizard and Princess? Ja, dazu gehe ich mal einfach in die entsprechende Sierra-Seite, weil die, da kann ich das eigentlich wunderbar von vorlesen, weil das ist ziemlich gut gemacht. Also, es gab, bevor es so diese AGI und SCI-Adventures gab, gab es wirklich die klassischen Text-Adventures mit so Bildern. Und ihr kennt das sicherlich vom Hobbit. Das ist so das bekannteste, glaube ich. So, und Sierra hatte tatsächlich eine Reihe, die hieß Hyrus Adventures. Da werden wahrscheinlich Leute eigentlich nur wahrscheinlich ein Game rauskennen, und zwar Mystery House. Das ist das, was für Roberta Williams immer zitiert wird als das ausschlaggebende Game. Und Mystery House ist, das werde ich euch auch nochmal irgendwann zeigen, weil ich weiß, der Heretic Mod ist ein Fan von den ganzen Sachen hier, zeige ich euch die Dinger auf jeden Fall, war völlig in Schwarz-Weiß. Und das Ding, was ihr jetzt seht, war sozusagen das erste Hyrus Adventure in Farbe. Sierra hat immer den Faible gehabt, das mag man wahrscheinlich, wenn man so die späteren Games kennt, nicht mehr so ganz so nachvollziehen zu können, immer so technisch Vorreiter zu sein. Das heißt, sie haben immer irgendwie was gepusht, irgendwie da was gemacht und sonstiges gemacht. Ja, und dieses Game, Wizard and Princess, hieß irgendwann mal als Untertitel Adventure in Serenia. Und jetzt werden wahrscheinlich irgendwelche King's Quest-Veteranen aufschreien, Serenia, ja, da war doch was. Richtig, kommen wir auch noch hin. Es gibt zwei verschiedene, wie soll man sagen, Ausprägungen der Fangemeinde, was Serenia angeht. Komme ich aber gleich noch zu. Ich komme mal eben kurz zu der Story, weil, wie gesagt, ist ein Text-Adventure. Da ist keine. Ne? Du wirst da reingeworfen, liest das Handbuch, du Depp, und fertig ab. So, also. Wir sind in Serenia und König Georgs Tochter, Prinzessin Priscilla, oder Priscilla, wurde vom bösen Harlin gekidnappt. Harlin könnte man auf kommen, auf welche Anspielung das ist, und das ist es auch. So, und Harlin hält sie im Schloss hinter den Bergen gefangen. So, und der König hat demjenigen, der sie rettet, die Hälfte seines Königsreichs versprochen und ja, geht dann rum. Und ja, der Spieler, jetzt kommt das, was so ein bisschen wahrscheinlich so, keine Ahnung, vielleicht haben sie auch zu viel Ultima gespielt oder vielleicht, keine Ahnung, kamen sie drauf, und das ist der Spieler. Und der Spieler, lustigerweise, wurde mit der Hilfe eines Computers in diese Welt gebracht. Also ihr seid jetzt nicht irgend so ein, was weiß ich, Fantasy-Abenteurer, der sagt, hey, super, Prinzessin retten, ja, ja, sondern ihr seid wirklich irgendein Kandidat, eben wie in der Ultima-Serie, der irgendwie in die Welt gezogen wird und zum, und jetzt mach mal. Das Ding kam ursprünglich raus für den Apple II im August 1980, also das ist ja wirklich uralter Kaffee, wurde dann nochmal remaked für die Atari 8-Bit-Systeme und IBM PC 82. Dann kam nochmal eine Version raus für den C64, das was wir hier gerade haben, 84, und für den IBM PC Junior. Und das habt ihr gehört, das hat ja, glaube ich, beim letzten Mal im Chat jemand gesagt, für IBM war der PC Junior ein Totalflop. Und das war auch gleichzeitig die Chance für Sierra, mit IBM einen guten Deal abzuschließen, um da was zu machen. Das heißt, die hatten auch mal ein bisschen Glück am Anfang ihrer Karriere. Aber es ist auch so. So. Und jetzt kommt das, was für die Fans interessant ist. Also, ich überspringe das hier mal, weil das ist das, was wir gleich zocken. Hier wird schon ein bisschen die Story gespoilt, aber ihr seht das Game ja gleich sowieso. Es gibt eine Wüste und die grenzt eigentlich an Daventry.
Daventry, da klingelt irgendwas, ne? So, aber diese Karte, die wir jetzt gleich haben, entspricht, passt eigentlich nicht zu dem, was wir dann in späteren Games sehen. Also sozusagen, die haben sich da, ich möchte mal sagen, irgendwie ein bisschen widersprochen. Aber Fakt ist, es gibt Leute, die sehen dieses Ding hier, was wir jetzt machen, als King's Quest 0. Und ist, glaube ich, auch die erste Fantasy-Geschichte, die Roberta Williams gemacht hat. Und ach, wegen der miesen Tastatur. Er wusste jetzt gar nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall war das Ding absoluter Flop. Und ist sowas. Was ganz interessant ist, das Game hat sich 60.000 Mal verkauft, was damals echt eine gute Leistung war. Und ja, ich sehe gerade, Apple II-Version konnte 6 verschiedene Farben gleichzeitig darstellen. Ja, wie gesagt, die C64-Version ist für das, was wir haben, die beste. Wenn wir jetzt den Hieraticum Lord im Chat haben, der ist ja der Fan von japanischen Computersystemen, der wüsste noch, dass es japanische Game, also es gibt noch japanische Portierungen, die sind definitiv noch einen Tanken hübscher als das, was wir hier haben. Wir haben aber hier schon von dem Game, ich sag mal, das Nonplusultra. Ich habe mir ja, habe ich euch ja mal kurz gezeigt, die Scum VM-Version von den Harris Adventures angeguckt. Wenn wir die anderen Sachen machen, wird das schon schlimm. Aber ich dachte mir, wenn wir schon die Chance haben, dann nehmen wir auch die bessere Version. So, jetzt kurz, um das einmal gerade zu ziehen, ist für das Game unwichtig, aber ich mache das mal eben kurz, um den historischen Kontext in dem King's Quest-Universum zu machen und warum ich das jetzt so mache. Serenia wird wieder erwähnt in King's Quest 5. Jetzt werdet ihr sagen, hey, da sind wir noch gar nicht. Das ist richtig. Es gibt aber auch eine Anspielung auf King's Quest 3. Es gibt eine erweiterte Geschichte. Ich weiß nicht mehr, wann die dazu kam, ob die dann irgendwann erzählt wurde. Und in King's Quest 5 sind Serenia und Daventry auf demselben Kontinent. In King's Quest 3 ist das ein bisschen anders. Aber da gibt es auch schon was. Und da wird gesagt, dass Harlin dafür gesorgt hat, dass diese Kontinente auseinandergehen. Was dann wieder ein bisschen dahin geht, was ich schon gesagt habe, ne? Die Gesellschaft des schwarzen Umhangs. Das heißt, Harlin ist da auch drin. So, und ja, deswegen, in King's Quest 3 sind wir in einer Ecke, wo wir sozusagen an Serenity grenzen. Es hat aber nicht unbedingt Story-Einfluss. Bei King's Quest 5 ist das ein bisschen anders. Aber keine Buchstaben und Zahlen, sondern neben Etat. Macht doch Sinn. Macht doch Sinn. Nein, IBM hat nie Fehler gemacht. So. Dann würde ich sagen, legen wir los. Also das Ding ist von Roberta Williams, ist klar. Das ist nicht das Thema daran. Das habt ihr schon sicherlich gewusst. Und dann gucken wir mal. Wir fangen in der Wüste an. Ich habe hier also auch eine Lösung, die uns notfalls hilft, weil so lang ist das Game nicht. Und ich will euch auch nicht mit dem Ding unnötig quälen, weil ich glaube, soweit so storytechnisch ist da, glaube ich, echt nicht viel. Es gibt die Wüste, es gibt den Wald, es gibt die Insel. Es gibt dann die untere Seite der Berge, das Schloss. Und dann gibt es nochmal die Wüste. Also, dann wären wir durch. Deswegen, die Leute, die das durchgezockt haben, haben, glaube ich, irgendwie eine halbe Stunde gebraucht. Ich gucke mal. So. Ja, dann würde ich sagen, so, ich bin drin, ich bin in der Emulation. Ich nehme mal eben noch einen Schluck aus meiner naturtrüben Orangen-Bionade und grüße den Leikolaf dabei. Kann ja mal gucken, wie lange habe ich jetzt eigentlich das Intro gequatscht, bevor die Leute wieder aufregen. Fast 10 Minuten, oh Gott. Das muss ich mir dann wieder in den YouTube-Kommentaren. Warum fängt das Arsch nicht an? Weil ich das seit mittlerweile über 11 Jahren so mache, aber Das kann man natürlich dann nicht begreifen. So, also, ich fange an. Wizard and Princess, 1984er Version. Es geht los. Du bist im Dorf von Serenia. Darum, um diese Stadt ist eine Wüste. So, also, jetzt soll ich nach Süden. Oh, es wird sogar noch geladen. Hujo, Gott.
So. Aber dafür ist die Grafik auf dem C64 halt die beste. Du bist verloren in der Wüste. Das hoffe ich nicht. Nochmal Süd. Also man müsste Karten malen, bevor einer das wissen will. Ich spare mir das hier aber mal. Wir spielen das mal einfach durch. Also Osten, dann nochmal Süden, dann nochmal Osten und dann nochmal Süden. Und dann müssten wir eine Felsformation haben. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, ich habe den Titel noch nie gezockt. Ich habe mir auch absichtlich keinen Walkthrough angeguckt. Weil das ist halt nicht so ergiebig. So. Okay. Warum ist das jetzt anders als die anderen Screens? Hä? Da ist der Heretic Umlord. Der muss mich gleich mal retten. Der kann mir mit Sicherheit sagen, zu den Princess und zu den Wizard und Princess Games, wie die auf dem PC 88 und so sind. Die müssten grafisch nämlich besser sein. Also, ich erzähle das mal. Ich habe hier. Ich spoil das mal. Ich mache das mal eben das komplette Geheimnis kaputt. Ich habe hier eine gute Lösung. Ich habe gerade so vor der Aufnahme eine Seite gefunden, die hat sich spezialisiert auf klassisch Text- und Grafik-Text-Adventures. Also genau das hier. Ich habe mir das angeguckt beim Hobbit. Ich habe mir noch andere Sachen angeguckt, die ich kenne. Also wenn einer die alten C64 Spider-Man-Games kennt, zum Beispiel, die kann ich euch auch mal zeigen. Die hat er hier ganz gut beschrieben. Und deswegen kann ich nach dem Ding ganz gut arbeiten. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum ist dieser Screen anders als der andere? Also wir sind richtig, kann ich euch sagen. Weil wenn wir nämlich einen falschen Stein hochheben würden, wären wir nämlich tot. Ich werde das gleich mal lustigerweise machen, wenn wir gleich irgendwo hinkommen. So, und jetzt soll ich nach Norden. Machen wir. So, da ist ein Stein. Pass auf, ich mach das doch mal. Ich kann auch speichern. Ich kann noch speichern. Snapshot. So, Save Snapshot Image. Wizard 1. So, machen wir mal Take Rock. Tatsächlich. Ein Skorpion hinter dem Rock oder hinter dem Fels. Stich dich. Du bist tot. Ja, das ist ja ganz geil. Okay. Also ist das wieder eins dieser großartigen Text-Adventures, die ich schon so mag. So, Westen. Also es gibt nicht viele Locations. Das kann ich schnell machen. So. Und zweimal Norden. Und dann sollen wir vor einer Schlange stehen. Mal gucken, ob das doch stimmt. Also die PC-88-Version sieht genauso aus. Okay. Dann muss ich mir, pass auf, dann mache ich mal eben Folgendes. Wir haben ja Zeit. Ne? Ich gehe davon aus, der Hype, dass Leute. Hä? Was denn hier? Der Hype, dass einer sich Wizard und Princess anguckt auf YouTube. Ich glaube, den haben wir nicht. Ich kann dir das mal eben erzählen. Pass auf. Also, das kam für FM7 ist auch Fujitsu, ne? Ist das auch ein FM, ne? Den PC 88 und den PC 98. Und irgendeine dieser Versionen, die kam ganz, ganz spät. Also sind natürlich japanische Versionen, also sprich, wurde es ins Japanische übersetzt. Und die sollen grafisch mit am besten sein. Ich gebe das einfach mal so ungefiltert weiter. Vielleicht ist das auch nicht so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall so steht's in der Sierra Wiki. Gibt aber auch gar, ich habe mal, glaube ich, geguckt, es gibt auch kein Compare-Video oder so. Also. Nee, die C64-Version habe ich mir angesehen, die ist nach meiner Meinung die grafisch beste.
Das ist hier auch, das muss ich für den Hiretto Grimlord eben noch kurz sagen, das ist hier auch die NTSC-Version. Also es gibt, ihr wisst, ja, jetzt kommt der Total-Nerd, es gibt ja verschiedene Bildschirmauflösungen. Ne? PAL, NTSC ist euch im Begriff. Und die meisten Cracker haben die Versionen für unsere PAL-Maschinen so umgebaut, dass wir das nicht gemerkt haben. Weil klar, ne, Commodore ist eigentlich ein US-Rechner. Aber wie gesagt, ihr wisst ja, die Amerikaner haben mit Commodore C64 und Commodore Amiga, das haben die nicht verstanden, das verstehen teilweise die heute noch nicht. Deswegen ist es auch lustig, wenn da irgendwie Jubiläen sind und irgendwelche Serien werden gefeiert, dann stehen die nämlich bei den komischen amerikanischen Seiten meistens nie drin, weil die das bis heute nicht schnallen. Ich habe aber die PAL-Version ausprobiert und die PAL-Version hat, das muss man sich mal vorstellen, mal in so einem Textding, hat tatsächlich Ruckler im Text. Und deswegen bin ich auf die NTSC-Version gegangen. Das nur so für die Hardcore-Fraktion darunter. Wenn jetzt irgendeiner wieder über Herzfraktionen oder sonstiges redet, das ist die NTSC-Version. Wink mit dem Zaun. Kommt garantiert, sieht doch bei mir völlig anders aus. Ja, wahrscheinlich hast du auch keinen NTSC C64. Ich habe auch keinen. Ich habe auch nur PAL-Maschinen. So, also, auf geht's. Wir sind in der Wüste. So, wir sollen Dwayne Johnson werfen. Machen wir. Okay, ist tot. Alles klar. Du hast die Schlange direkt am Kopf mit dem Stein getroffen. Ach so, deswegen hat dieser Stein auch jetzt so einen Blutfleck, oder was? Okay, so, ab nach Norden. Ich sagte, wahrscheinlich kann man das ohne Karte zeichnen, könnte man das wahrscheinlich sowieso nie. You're hot and thirsty, I think you had better drink some water. Okay. Drink water. So, ist da überhaupt Wasser? Mach da. Ach so, jetzt ist deine Flasche leer. Ach so, okay. Wir hatten tatsächlich eine Flasche. Das stand übrigens tatsächlich in der Vorgeschichte und im Handbuch stand sowas nicht. Vielleicht bin ich auch zu doof das und hab das überflogen, aber gut. Alles klar. Also wir haben nichts mehr zu trinken und wir sind in der Wüste. Das ist bestimmt nicht gut. Jetzt sollen wir nach Osten. Jetzt haben wir übrigens die nächste Schlange, kann ich euch schon sagen. Okay, da ist keine Schlange. Aber ich hole mal den Stick. So, wir gehen einfach mal weiter. Da soll noch was passieren, was es gerade nicht tut übrigens. Vielleicht ist das auch, vielleicht gibt es hier auch Random Encounter. Das fand ich ja beim Hobby zu großartig. So, West. Wir brauchen noch ein bisschen in der Wüste. Achso, ja, Rettungsmann hat geguckt. Also ist das Quatsch, ja? Okay. So, take Locket. Machen wir. Okay, bis jetzt ist aber auch hier noch kein Problem. Weiter nach Westen. So, jetzt nach Süden. Und dann müssten wir gerade wieder so einen Encounter haben. Okay, ach so, okay, jetzt verstehe ich das. Okay, die sollen wir mit Sicherheit befreien. Haben wir wahrscheinlich was davon? Eine Schlange bringen wir um. Achso, genau. Wenn du den Stein von dem Schwanz der Schlange entfernst, die Schlange sieht dich an und sagt, ich bin der König aller Schlangen und ich werde dich entlohnen. Ich gebe dir ein magisches Wort. Hiss! Und damit verschwindet er. Okay. Okay, muss ich das aufschreiben?
Okay. Weil in der Lösung steht was anderes. Kann ich auch schon sagen. Okay, Hiss. Machen wir. Okay, also. Ab in den Süden. Ab in den Süden. So. Gut, das stimmt. In den Kaktus gucken. Also bis jetzt sind wir auf jeden Fall schon auf dem richtigen Weg, kann ich euch sagen. Was ist da drin? Where is a rattlesnake here? Ah! Ah, das ist tatsächlich random, oder was? Ah, das ist tatsächlich so. Okay, dafür haben wir den Stab. So, jetzt weiß ich noch nicht, was ich mit dem Cracker machen soll. Aber egal. So, zweimal nach Norden. Wir sind gleich aus der Wüste raus. Ich bin gespannt. Deswegen, und das könnte man nur machen, wenn man tatsächlich Karte malt. Und ich glaube, da sind wir uns einig, das spare ich uns mal einfach, ne? Deswegen, so, Westen und dann Norden. Und dann gucken wir mal. Und dann müssten wir aus der Wüste raus sein. Hallo? Hallo? Willst du mich jetzt verkackeiern? Der ist jetzt doch nicht abgesoffen, oder? Alter. Das kann nicht wahr sein. Komm. Alter. Bis zum ersten Mal nicht. Throrock. Warte mal, ich mach mal eben auf schnell. Super. Großartig. Nord. So, wahrscheinlich die meisten Leute im Chat haben das noch nicht gekriegt. Das war ein Absturz übrigens. Super. Also. Schon wieder habe ich Lust. Ach, deswegen, das ist. Mein Gott. Deswegen, also es gibt ja Leute, die beschweren sich heute über alles, ne? Die sagen, ah, super. Es war damals nicht alles besser. Also das kann ich euch mal sagen. So. Nach Nord, West. Ich speichere gleich nochmal. Ja gut, der Streik hat ja irgendwie, hat ja irgendeinen Sinn, dass da auch was Positives passiert. Der Absturz weiß ich jetzt nicht so unbedingt. Da sehe ich das Positive noch nicht so ganz. So, West. Na, das weiß ich nicht, ob es wegen dem Emulator ist, das weiß ich nicht. Das kann auch sein, dass das wieder eine andere Geschichte ist. So. Wir speichern gleich nochmal. Kann auch sein, dass er einfach irgendwo beim Laden abgekachelt ist. Kann auch sein, dass die Disk eine Macke hat. Also die waren alle nicht super vorsichtig mit dem Material, ne? Also das nur mal so für euch als kleine Info.
So. Wir sind gleich wieder da. Warum soll es euch besser gehen als mir? Siehst du? Das ist tatsächlich random. So, speichern. So, also den Cracker haben wir. Norden. Norden. Mal gucken. So, Westen. Und nochmal Norden. So, da waren wir nämlich noch nicht. Nee, nee, der wird sich irgendwo. Der wird irgendwo kaputt gegangen sein. So, hier waren wir nämlich noch nicht. So, siehst du. Schön. Alter. Wenn ich das überlebt habe, will ich auf jeden Fall GZ hören. Also nicht Jay-Z, sondern GG. Bevor das jetzt falsch rüberkommt. So. Du bist auf der südlichen Klippe eines tiefen Abgrunds. Da ist ein Zelt und einige Wälder auf der anderen Seite. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Say his. Gucken, was eine gute Idee war. Du Arsch! Du verwandelst dich plötzlich in eine Schlange. Ah. Toll. Toll. Oh, Kasper. Also falls einer überlegt, ob man Schlangen vertrauen sollte, nein. Ah, also. Dann machen wir das, was in der Lösung steht. Das ist auch böse, ey. So, zack, und schon haben wir eine Brücke. Zup, wir sind in Level 2. So, dann sehen wir mal. Genau, du bist in der nördlichen, da ist eine Brücke, die über den Abgrund geht. Richtig. So, das Ding heißt Woods, also speichere ich das auch als Woods. Nee, aber das ist lustig, ne? Also, du dachte, du kriegst ja eine volle Falle. Das heißt, du hilfst der Schlange und dafür bringt sie dich. Da linkt sie dich für. Das ist unglaublich. So, Norden. Auf geht's. Heinzelmännchen. Da ist ein kleiner Gnom hier. Also. Look, Gnome. Der Little Gnome schnappt einige Sachen von deinen Sachen und läuft damit weg. Das soll aber übrigens so sein. Um das mal zu sagen. Ich habe ja Gott sei Dank hier immer so ein paar Hinweise, dass das passieren soll. Also das ist, in die Falle muss man rennen. Osten. Wir müssen sozusagen in seinen
in seine Herberge, in seinen Abstieg, in sein was auch immer. So, jetzt kommt das nämlich, was wir doch machen müssen. Ich glaube, ich vertraue doch schon wieder einer Schlange. Also, jetzt müssen wir uns in eine Schlange verwandeln. Okay. Okay, so. Du bist im Wald, da ist eine kleine Anhöhung mit einem kleinen Krater drin. Dann gehen wir da auch rein. Können wir jetzt. Okay, du bist in einem Untergrundtunnel. Genau, da ist so ein kleiner Krater, außer genau, das Sonnenlicht kommt dadurch. So, dreimal Süden, sagt die Lösung. Machen wir das auch mal. Und dann müssten wir eigentlich da sein, wo er ist. Bumm. Was? Was sagt er? Bist du nochmal geschnappt worden, oder was? Das ist ein Satz, den haben wir überhaupt nicht lesen können. So, da sind aber alle unsere Gegenstände. Wunderbar. Also. So. Take bread. Das ist neu. Take Cracker. Take Locket. Mal gucken, können wir die Tür aufkriegen? Undoor Lock. Unlock Door. Ja, da ist eine kleine Tür. Dann öffne die Tür doch einfach mal. Ich meine, ich weiß, es ist verrückt, aber. So. Und raus da. Was schreibt der Handel? Ein Chat mit Likewalaf ist wie eine Tasse Tee an einem regnerischen Tag. Es wärmt das Herz und bringt ein Lächeln ins Gesicht. Also. Ich nehme mal kurz noch mal einen Schluck. Ihr wisst, ich bin kein großer Teefanatiker. Ich weiß, türkischer Tee und sowas, das kann ich noch trinken. Sonst trinke ich Tee nur, wenn ich krank bin. Ich möchte bitte keine Tee-Analogien hier, denn die einzige Flüssigkeit, die uns alle über diese ganzen Sorgen bringt, ist Kaffee! Ist es dunkel, wie die Seele des Let's Players, den ihr gerade hört? Das ist Kaffee. So. Dann gehen wir mal raus. Hab ich schon gemacht, ne? Aha, du bist unten an der Treppe. Da ist eine kleine Tür. Ja, gut, dann gehen wir noch nach oben. So. Du bist in einem Baum. Da sind Treppen, die nach unten führen. Und da ist ein Loch, was da draußen führt. Ja, dann gehen wir wahrscheinlich durch das Loch. Gut. Dann sind wir schon mal da. Okay, da sind wir wieder. Und wir haben alle Gegenstände. Wir müssten jetzt gleich einen weiteren Encounter haben. Dann sind wir auf jeden Fall richtig. So, also, jetzt sind wir hier. Osten. Osten, Norden und dann müssten wir wieder woanders sein. Ich weiß, für euch ist das wahrscheinlich nicht das Spannendste, aber ich muss mich ein bisschen mal an die Regeln hier halten. Ihr wisst, da bin ich ganz groß drin. Wenn ich das Down with Numbers mache. So, da ist der Papagei. Down. Du bist im Wald. Da ist ein Papagei, der auf einem Baum sitzt. Das ist klar, was wir da machen.
Give Polly a cookie. Boom. Genau. Der Papagei isst den Cracker und ist wirklich dankbar. Ein Vial of Liquid? Okay, eine Fiole von Flüssigkeit auf einem Ast. Okay, was auch immer da drin ist. Wir nehmen sie mal mit. So. Bin mal gespannt. So. Westen zweimal. Und dann Norden. Jetzt kommen denn gleich noch alles für ein Quatsch. Gleich kommt Blödsinn, kann ich euch sagen. Ich meine, wir sind hier im Wald. Aber gut. Es ist trotzdem ein Sierra-Game. Du weißt doch, bei mir sind auch Witze wie Wein. So. Get water wahrscheinlich. Ja, das macht Sinn. A babbling brook. Okay. Get water. So, haben wir auch Wasser wieder. Das ist bestimmt nicht so schlecht. Süden, Westen. Und dann müssten wir jetzt gleich wieder ein tolles... Ja, Wald mit drei Bäumen. Ein Berliner erklärt euch den Wald. Nein, ich bin ja kein Berliner, aber drei Bäume ist tatsächlich, da ist ein Löwe. Du siehst den Ozean und ich sehe einen Löwen. So, give bread to lion. Weil der Löwe natürlich auch klar Brot will. Klar. Ja, Löwe möchte das nicht. So. Wir müssen aber tatsächlich, glaube ich, tatsächlich auf das Schiff, glaube ich. Dann sind wir nicht gleich auf der Insel schon. Tatsächlich. Ha! Das ist ja super. So. So, get rope, klar. Das sollen wir mal mit. So, da ist ein Ruderboot. So. Bup. Einmal rein. Und ich sehe schon, das Boot hat ein Loch. Das steht schon da. So, was haben wir denn? Look. Was haben wir denn? Wird geladen. So, stick a pock, a locket. Ich suche was anderes übrigens. Ah, tatsächlich, eine Decke. Wo habe ich denn die Decke her? Die muss man machen, um das Ding zu stopfen. So, genau. Du hoffst, dass es hilft. So. Norden. Wir sind gleich auf der Insel übrigens. Ich bin gespannt. Also es ist auf jeden Fall sehr überschaubar, die Story bis jetzt, ne? Also das muss man ganz ehrlich sagen. So. Genau, du solltest Wasser trinken. Das ist vielleicht jetzt hier mehr Wasser keine gute Idee, aber wir haben ja noch Wasser aufgenommen. So, Norden und dann dreimal Osten. Und dann wären wir nicht in Polen, aber dann wären wir definitiv auf der Insel. Oh. Gucken wir mal. Also ist noch nicht so... Ich sehe gerade schon wieder was.
Wenn ich gleich dem Herr sage, gleich spielen wir das lustige Spiel, das X markiert die Stelle, dann ist es jedes Mal das Gleiche. So, wir sind da. So, Insel. So, Go Beach. Gott, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal auf der Insel. So, damit haben wir, kann ich euch sagen, 40% durchgespielt. Also falls ihr dann so ungefähr wisst, wie lange das Ding noch dauert. Ich wusste, dass es bei mir mit Sicherheit länger dauert, als bei jemandem, der da einfach nur irgendwie durchrast. So. Also. Bevor wir buddeln, müssen wir auf jeden Fall noch was anderes machen, sehe ich schon. Also machen wir das. Du bist auf dem Dschungel der Insel. Ein Pfad geht nach Norden, einer geht nach Süden. Wir brauchen den nach Norden. Denn wir suchen einen Anker. Warum auch immer ich jetzt einen Anker brauche. Verstehe ich noch nicht ganz, aber im Osten müsste jetzt ein Anker sein. Also noch weiß ich nicht, wofür ich einen Anker brauche, aber man muss ja nicht alles verstehen. So, was haben wir da? Müsste der Anker sein. Da ist er. Anker. Und dann nach Westen. Ich verstehe, was er will. Okay, da wäre ich nie drauf gekommen. Ohne Lösung, glaube ich, weiß ich nicht, warum man da drauf kommt. Seht ihr jetzt, was wir machen? Genau. To Anchor. Deswegen brauchen wir den Anker. Und jetzt throw rope. Damit seht ihr, was wir tun. Weil wir gehen nach oben. Wir gehen in dieses. Das soll ein Baumhaus darstellen übrigens. Ich habe hier Gott sei Dank die Lösung, weil eigentlich würde ich sagen, das ist ein Haus, das steht da irgendwo im Feld. Nee, das ist auf dem Ast. Und deswegen müssen wir es mit einem Anker machen. Wäre ich nie drauf gekommen. So, was haben wir denn da Schönes? Da sind wir. Das ist ein typisches Baumhaus übrigens. Natürlich. Und da ist eine Schaufel. Ist klar. Natürlich. Das typische Baumhaus mit der Schaufel. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? So, nach unten. Dann können wir jetzt auf jeden Fall buddeln. Und dann haben wir die Insel tatsächlich auch durch. Das ging schnell. Das ging echt schnell. Aber mir soll mal einer sagen, wie man bitte darauf kommt, dass das ein Baumhaus ist. Also, niemals bei der Perspektive. Selbst der Torti wüsste nicht, dass das ein Baumhaus ist. Und der Torti ist ein Schlauen. So. Okay, dann können wir jetzt auf jeden Fall mal das X markiert die Stelle. Können wir jetzt mal aufmachen. Mal gucken. Was haben wir denn drin? Dick X, das heißt tatsächlich so. Dick X. So. Okay. Du hast einen Schatz entdeckt. Dann öffnen wir den doch. Ein Pirat springt von einem Baum hinter Shiver Me Timbers. Klar. Und versuchte dann, genau. Versuchst du mir den Schatz zu stauen, sagt er dir. Er schnappt sich die Truhe und läuft weg. Ja, super. Das heißt, jetzt rennen wir dem erstmal dem Trottel hinterher, oder was? Ja, so ein Blödsinn.
du Scheiße. Da kommt gleich auch wieder was. Das kann doch keiner lösen. Also, ich meine, das kannst du nur lösen, wenn du eine Lösung hast, aber. Genau, hier. Genau. Go Cave. So. Mal gucken. Das heißt, jetzt klauen wir den Piraten wieder seine Sachen, genau. Open Chest. Look Chest. Das ist tatsächlich, also für die Leute, die tatsächlich jetzt gerade reinrennen, das ist tatsächlich King's Quest 0. Also das, wo wir gerade rumrennen, wird für King's Quest 3 bzw. 5 wichtig. Wieso ist da eine Harfe? Wieso ist in der Truhe eine Harfe? Weil. Warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? Ja, genau, Morph. Nein, Norph. So, jetzt kommt auch wieder was. Wüsste ich nicht, wie man darauf kommt. Aber völlig egal. Die Insel ist gleich fertig. Und dann bin ich mal gespannt, was gleich kommt. So. Wenn du so willst, ne? Das war eher so Jack Sparrow oder so. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt trinken wir nämlich dann die Flüssigkeit. Und zack, haben wir Flügel. Und jetzt können wir nach Norden fliegen. Natürlich können wir das. Ist doch klar. Es ist so doof, ey. So, wir sind auf den Foothills, wie das so schön hier heißt. Alter. So, wir haben 60% durch. So, also, nach Norden und dann holen wir uns einen Ring. Vier Bäume, der Wald verdichtet sich. Jawohl. Nein, Red Bull bitte nicht. Also, bitte nicht. Trink Monster oder was auch immer. Da ist ein wunderschöner Saphirring. Okay, dann nehme ich den noch mit. Get oder beziehungsweise take. Take Ring. So. Nach Norden. Jetzt wird's gleich auch wieder geil. Du bist in den Bergen. Da ist eine alte Frau hier. Die soll ich erstmal stehen lassen. Na ja. Ich ignoriere dich jetzt einfach mal. Wahrscheinlich ist das nicht gut, dass ich dich ignoriere. Da sind wir richtig. Wir müssen auf den Regenbogen. Natürlich müssen wir das. Das ist doch klar. So. Genau, da ist eine Goldmünze. Die nehmen wir doch mal. Take Coin. So. Und jetzt wird's gleich doof. So, jetzt kommt irgendwas, was ich nicht verstehe hier. Okay, das wird definitiv dein Gewicht nicht tragen. Okay. Also. Ich soll Lucy sagen. Warum sage ich Lucy? Alles, was du trägst, verschwindet. Das heißt, da muss ich jetzt rüber. Das kann ich jetzt aber erst, wenn ich alle meine Gegenstände
versteckt habe oder was? Was soll das? Ich verstehe hier so vieles nicht. Vor allem hat das überhaupt keine Story bis jetzt. So, jetzt müsste gleich eine Höhle da sein. Und dann kriegen wir unsere Sachen wieder. Genau, tatsächlich. Go Cave. Go Go Gadgetto Höhle. Wir sind gleich schon beim Endgegner übrigens. So, hier soll ich Get All machen. Machen wir mal Take All. Ja. So, Norden. So, Norden. Süden. Und Westen. Und dann sollen wir vor einem Riesen stehen. Mal gucken. Das ist ein Riese. Natürlich. Natürlich, 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 natürlich. Und wie besiegt man einen hier Riesen? Man spielt eine Harfe. Klar. Natürlich tut man das. Und dann ist er einfach weg. Okay, der Riese ist ein großer Freund von Musik. Er dankt dir für die Harfe und verschwindet mit ihr. Ja. Nee, ist klar. Nee, ist klar. Ein Rätsel haben wir noch. Dann haben wir das Gebiet tatsächlich auch erledigt. Und dann sind wir in der letzten Area. Aber Story, muss ich sagen, wer bist du denn? Da ist ein Peddler, der Waren für Goldmünzen verkauft. Okay. Mal sehen, was er da hat. Ich meine, ich weiß, was ich kaufen soll. So, natürlich das Horn kaufen oder die Trompete. Klar. Logisch. Wahrscheinlich alles andere führt zu Dead Ends. Es ist. So, ich nenne das mal Verkaufstrick. So, dann wollen wir mal. Buy Horn. Machen wir das doch mal. Boom. Mehr haben wir eh nicht. Weiter geht's. Ich bin mal gespannt, was gleich kommt. Oh, da ist das Schloss. Wir sind da. Okay, also wir haben den ganzen blödsinnigen Weg gemacht, weil wir direkt nicht zum Schloss konnten. So. Ihr könnt euch denken, warum wir das Horn haben. Klar. Damit die Brücke runterkommt. Natürlich. Klar. Weil so funktionieren ja die Bösen. Die sind ja alle strunzdoof. So, jetzt sind wir am Schluss. Ich bin mal gespannt. Also bis hierhin, außer dass die Rätsel keinen Sinn machen. So, 80% übrigens durchgespielt. Also wir haben's. So, also. Du bist in dem Eingang des Schlosses. Da sind genau Seitenwege. So, also dreimal nach Westen sollen wir. Okay, das ist der Assembly Room. Das sieht doch eher aus wie, was weiß ich, irgendwie. Essensabteilung. Oh, hier ist der Thron.
Thronraum. Thronraum soll ich noch weiter? Okay. Thronraum soll ich ignorieren. Okay. Wenn ich gleich nochmal zurückkomme, spring ich mich da gleich nochmal drauf. Also immer. Dann geh ich mal auf Sit on Throne. Also. Du wurdest gerade gesäppt. Da ist ein ärgerlicher Eber. Hey? Pass das nächste Mal mehr auf. Okay, kann ich weitermachen? Soll das so sein? Also das steht in der Beschreibung zum Beispiel hier nicht. Ach, der lässt sich gar nicht. Ich vermute mal, dann bin ich hier falsch. Okay, das geht so nicht. Okay. Alles klar. Also. Also, Norden. Da bin ich auch einmal falsch abgebogen. So, also. Westen. Westen. Bin mal gespannt. Finde eine tolle Idee. Ist man wahrscheinlich instant tot. Okay, das geht gar nicht. Hä? Verstehe ich nicht. Mal gucken. Warte mal, was sagt denn eine andere Lösung? Vielleicht ist sie falsch. Ja, ganz zum Schluss. Doch, dreimal Westen. Es gibt verschiedene Wege. Aha. Aha. Okay. Nehmen wir mal den anderen. Ich guck mal gerade. Kann ich das überhaupt machen? Ich bin gerade auf der Original-Sierra-Seite. Snake, sei mir gegrüßt. No, Ring. Ich guck mal, was ich habe. Ich muss nämlich dann einen Gegenstand haben, wenn ich es anders mache. Okay. Das geht nicht. Ich mache jetzt mal den. Ich guck gerade mal. Also ich soll dann jetzt in den Thronsaal mich umgucken. Machen wir jetzt einfach mal. Look.
Ja, dann kommst du da hin. Dann gif Apple? Ich habe doch gar keinen Apfel, oder nicht? Genau, habe ich gar nicht. Also, funktioniert so nicht. Warte mal, ich kann mal gucken, wo kriegen die denn hier einen Apfel her? Ach du Scheiße, ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ah, ich liebe es. Ich liebe es. Pass auf, wir machen mal den anderen Weg. Angeblich soll der auch funktionieren, steht hier. Oh, mal gucken. Also, Norden. Westen? Ihr kennt den Weg ja schon. Westen. Und nochmal Westen. Bin ich da gleich wahrscheinlich wieder da. Genau. Genau. Und bestimmt auch nicht mehr hin, ne? Super. Ist das schlecht? Jetzt fängt er an, hektisch zu tippen. Das ist natürlich wieder geil, ey. Ja, und ein Apfel. Das ist doof. Das ist doof. Ja, dann würde ich sagen, ist hier eine schöne Geschichte. Und ich mache das noch mal. So schön, dass ich dann den Apfel mir besorge, um das dann nochmal zu lösen. Ja, ich mag genau diese Games. Das hänge ich aber dran. Das mach ich nicht. Obwohl, es wurscht, kann ich aber den zweiten Teil machen. Ach, ich liebe diese Spiele. Weil es ist genau, kann ich euch sagen, es ist genau vor der Schlucht. Da ist der Apfel. Also, damit es auch richtig, richtig viel Spaß macht. Den Apfel soll man nicht essen, weil der ist vergiftet.
Das ist der ganze Plotpoint. Und deswegen benutzt man hier einen vergifteten Apfel. Und dass man gesäppt wird, ist scheinbar auch völlig normal, weil man ist bis dahin schon aufgefallen. Das passiert in dem Schloss anscheinend noch öfter. Da muss man den Fallen nämlich ausweichen und das ist der Gag nämlich hier. Naja, egal. Teil 2 incoming. Egal, 1 Stunde 5 haben wir überlebt. Das andere wird nicht mehr so lange dauern. Ich liebe Sierra für sowas. Ah!